Das sollte nur ein schneller Job werden. Tag der Abrechnung, kein Problem. Scheiß Mafia-Boss. Ich hab dir nicht zu sagen, was du tun sollst, aber nur so am Rande. Quinn hat so ein Wohlfahrtsding am Laufen. In seinem Hotel, dem Merlot. Nikki wird nie zurückkommen. Ich hab sie aus ihrem Haus getrieben. Weg von mir. Aber sie ist sicher. Sie sind beide sicher. Ich weiß, ich könnte sie finden. Aber das werde ich nicht tun. Nicht mehr. Und jetzt Quinn. Lucky Quinn. Er ist an allem schuld. Er ist der Geist, den ich gejagt habe. Der Mann, der den Angriff befahl. Der mein Leben zerstörte und meine Familie. Es war Quinn. Jetzt wird er mir antworten müssen. Der Bandenkrieg geht weiter. In Rossi Fremont kam es erneut zu einer Schießerei. Die Eskalation erreicht ein beängstigendes Ausmaß, da die Banden nun Militärwaffen einsetzen. Bürgermeister Rushmore hat eine Spezialeinheit in das Gebiet entsandt. Zunächst gilt mein Mitgefühl dieser von Bandenkriegen gezeichneten Gemeinde. Ich verspreche den Bürgern von Rossi Fremont, dass ihr Bezirk wieder sicher wird. Mit Hilfe des CTOS können die Behörden Gebiete aufspüren, wo viele Waffen gelagert werden. Eine Warnung an die Verbrecher. Ihr könnt euch nicht verstecken. Das Merlot Hotel. Hier hat alles begonnen. Wegen diesem Ort ist meine Welt zusammengebrochen. Und wegen Lucky Quinn. Er befahl den Angriff auf mich und meine Familie. Er wird mir sagen, warum. Und danach stirbt er. Wo bist du? Treffen wir uns. Ich habe immer Geld damit verdient, Infos für andere zu finden. Je schwerer die Infos zu finden waren, desto mehr habe ich verdient. Du hattest ja keine Ahnung. Ich werde das wieder gut machen. Das musst du nicht tun. Es tut mir leid, Aiden.
Clara, was läuft da? Was hast du vor? Es tut mir sehr leid, aber ich warne Sie. Politiker können keine kurzen Reden halten. Bevor ich Bürgermeister wurde, sogar bevor ich ein Politiker wurde, Lucky und ich kennen uns lange. Sehr lange. So wie ich Lucky kenne. Komisch, oder nicht? Nachdem ich ihn so lange kenne, benutze ich erst seit ganz kurzer Zeit den Namen Lucky. Wo war ich? Nicht viele wissen, so gut wie ich, wie groß Luckys Herz ist. Er war großzügig zur Stadt. Und nun erstreckt sich seine Wohltätigkeit um die ganze Welt. Seine Barmherzigkeit kennt keine Grenzen. Ich erhebe mein Glas auf Lucky Quinn. Mayor Rushmore, werte Gäste. Vielen Dank, Bürgermeister. Schönen Abend wünsche ich. Danke für Ihre großzügige Unterstützung. Mein Mann hat Ihnen letztes Jahr eine große Summe gespendet. Ich bin sicher, dieses Jahr spenden wir wieder. Nein, wir müssen einfach nicht spielen. Das war letzten Sommer. Wir waren in Berlin. Und der war da am... Ich will raus. Hörst du? Ich will da raus. Glaubst du, ich hätte Zeit für noch mehr Gewinsel? Bandenkriege. Und dieses... Gottverdammte Auktionsfiasko. Jetzt sind wir beide im Visier. Du solltest diese Lampe. Jetzt tu deinen Job. Du wirst sagen, was ich vorsage. Deine Männer haben ihr Wort erwischt. Der Bürgermeister. Wer kennt die Gangs. Rose wäre so stolz auf dich. Wie kannst du? Gib mir das Drecksvideo. Du bist raus, wenn ich es sage. Die Redezeit ist um. Also verlass mein Hotel. Es gibt weit Wichtigeres als dich. Du ruinierst mich. Das lasse ich mir nicht mehr länger bieten. Hörst du mich? Lucky! Soll sich doch sonst wer drum kümmern. Wir haben einen Eindringling im Sicherheitssystem des Hotels. Seht euch das bitte mal an. Die haben das ganze Fenster zerschlagen.
sie reingekommen, haben die Stühle und Wände besprüht und die Toiletten geflutet. Oh Mann. Es sollte ein nettes... Oh, scheiße, die funktioniert. Wie macht man das aus? Das Geräusch kenne ich noch besser. Mehr reicht. Sucht ihn. Scheiße. Ich hab mir fast in die Hose gemacht. Rein da und findet ihn. Meine Aufgabe lautet, wähle Bürgermeister Rushmore. Ventures? Für Blums Geschäftsmodell ist es wichtig, dass das Wiesel wiedergewählt wird. Also, alle an Bord des Rushmore zu... Ja! Meine Ohren! Meine Ohren! Was soll das? Zum ersten Mal seit Monaten schreit mich keiner... Hey, solange es Kram umsonst gibt, ist mir die Maschine sympathisch. Auf. Super, genau das hat die Stadt noch gebraucht. Verdammte Scheiße! Wir haben einen Eindringling im Sicherheitssystem des Hotels. Seht euch das bitte mal an. Was ist passiert? Das hat man so davon, wenn man alles verkackt. Ich hoffe, ich bereue es. Nein, nein! Oh!
los! Da drüben! Pass besser auf, er hat doppelte Wachen. Er erwartet dich wohl. Gut. Sie nehmen Warnungen nicht gern an. Sie sollten doch eigentlich wissen, wann es vorbei ist. Der Hit, den Sie beauftragten. Meine Nichte starb in dem Auto. 6 Jahre alt. Oh. Deshalb also dieser ganze Aufstand? Sie müssen verzeihen. So viele Leute kommen mit ihren kleinen Problemchen zu mir. Ja, da kommt man schon mal durcheinander. Ich sehe.
Sie Applaus, wenn Sie da... Ist alles in Ordnung? Ihre Anteilnahme in Ehren. Aber konzentrieren Sie sich lieber auf die Flucht. Aber flott. Ich bin ihretwegen hier. Glauben Sie, kugelsicheres Glas hält mich auf? Was haben Sie vor? Einem alten Mann beim Sterben zu sehen. Größere Männer als Sie wollten mich vernichten. Ich habe Sie fertig gemacht. Jeden Einzelnen. Wollen Sie, dass ich bettele? Lucky Quinn? Auf den Knien. Betteln Sie ruhig, das interessiert mich nicht. Sie wissen gar nicht, warum wir Sie angriffen. Es war ein Fehler. Wir dachten, Sie wollen das. Lüg mich nicht an. Sie waren schlampig. Wären Sie abgehauen? Ich hätte Sie vergessen. So eine reizende Frau, Rose Washington. Wäre sie nicht gestorben, wo wäre ich dann? So viele Frauen sterben ohne Sinn. Wenigstens hatte sie den Anstand, vor einer Kamera zu sterben. Der Bürgermeister war immer sehr unvorsichtig. Weil sie fürchteten, ihre Marionette zu verlieren. Glauben Sie, sie gewinnen? Wenn ich sterbe, kriege ich eine Statue. Und Sie? Die Stadt lebte weiter, als ihre Familie trauerte. Weil Sie nicht wichtig sind. Ich weiß es. Es gibt Beweise. Noch nicht gehört? Ich bin der Rächer. Ich erledige Abschaum wie Sie. Das ist meine Stadt.
Quinn ist tot. Ich sollte jetzt wohl sagen, dass ich mich leer fühle, oder? Ich würde mich selbst belügen. Endlich fühle ich mich wach, als könnte ich wieder atmen. Und Lina? Nichts macht ihren Tod ungeschehen. Aber vielleicht kann ich etwas tun, das doch etwas ändert. Tibor, es war tatsächlich Quinn. Ich lade dir gerade ein Video hoch. Ein Video? Von was? Siehst du dann. Such da drüben! Tibor, es war tatsächlich Quinn. Ich lade dir gerade ein Video hoch. Ein Video? Von was? Siehst du dann. Ich mein's ernst. Halt sie da raus. Schon vergessen. Wir sind keine Partner mehr. Alles ist möglich. Warum Damien? Warum hat sie ihn angerufen? Wo bist du, Clara? Na los.